Servus liebe YouTube-Gemeinde, wir sind wieder hier bei Dado Tischlerstube. Letzte Woche war der Ton schlecht, denn der Erich hat den Daumen raufgehalten. Der Erich hat sich so oft mit der Handkreissäge in den Daumen geschnitten, dass er nicht mehr spürt, was er mit dem Daumen macht. Und jetzt passt er jetzt ein bisschen mehr auf der Erich, hoffentlich, oder Erich? Ja, die Sonne, ja. Die Sonne blendet mich auch sehr stark. Das letzte Video, bei was am Donnerstag gekommen ist, haben wir diese Futtermaschine gemacht für die Hühner. Und der Florian Rigotti vom der Selbstversorger, danke nochmal dafür, hat mir einen Tipp gegeben, hier liegt das ganze Futter. Und ich habe mir gedacht, was kann man dagegen tun? Und kaum habe ich mir das fertig gedacht, hat der Florian, der Rigotti, schon die Lösung geschrieben. Und das machen wir jetzt. Und ich habe den Erich angerufen und gesagt, Erich, kannst du kurz vorbeikommen auf einen Kaffee? Denn Kaffee gibt es jetzt keinen, aber er hilft mir hier. Alleine schaffe ich das nicht. So, Erich. Ich habe das jetzt zurückgelegt. Ich glaube, ich nehme die Kamera. Ich weiß ja nicht, was da zu machen ist. So, Erich, jetzt magst du das. Also, ich weiß ja gar nicht, was jetzt zu machen ist. Wir schrauben hier unten, der Florian hat gesagt, hier unten kratzen die Hühner mit ihren Füßen. Wie sagt man bei den Hühnerfüßen, Erich? Ja, Ständer vielleicht. Hier und hier, die habe ich geschnitten gestern. Ich zeige das nur, die habe ich gestern geschnitten und vorgebohrt. Und habe dann ein paar hingeschraubt, aber dann habe ich bemerkt, wenn ich das selber mache und immer in der Hocke bin, fängt man etwas zu schwitzen an. Und der Erich ist sehr gelenkig. Naja, aber mit dem geht auf den Lauf. Nein. Ja, bei den Futterpreisen ist es ja, genau, eine gute Idee. Erich, ein bisschen schneller, wenn es geht. Ach so. Ja, aber ordentlich. Der vorletzte ist, genau, ja, mit der Bohrmaschine so hinschlagen, das magst du nur, weil es meine ist, nehme ich an. Natürlich, bei meiner mache ich das nicht. Die Hühner wollen schon hin, Erich, ein wenig schneller, bitte. Da liegt ja so viel auf der, die sollen es das einmal fressen. Sind das gute Schrauben, die... Nein, sind das nicht, aber ich habe mir gedacht, mit Nägel will ich auch nicht so umnageln, dann brech ich da was ab. Soll ich die letzten hinschrauben oder geht's noch, Erich? So, nein, den mache ich noch. Okay. So. Bitte, Erich. Die letzte schraube ich hin, damit der Anfang und das Ende quasi 100% im Winkel ist. Ich hoffe, der Florian hat das genau so gemeint. Vielleicht schreibt er es ja ins Video, wenn er das Video sieht. Wenn er das Video nicht sieht, Erich, dann kann er nichts hinschreiben. Ja. Und ganz viele haben auch geschrieben, dass hier Ratten wahrscheinlich herkommen, wenn das Futter so frei ist. Aber ich habe mir gedacht, mitten im Dorf wird das nicht sein, oder Erich? Ratten gibt es überall. Auch hier? Ich denke schon. Wenn Ratten hier kommen. Aber du hast zwei Hunde. Kämpfen die mit den Ratten? Mhm. So, ich glaube, die Zeiten der Futterverschwendung sind vorbei. Kann das sein? Ja, ich hoffe. Hast du das gewusst mit diesem Trick hier? Wenn man sowas kauft, gibt es ja oft so ein Gitter drüber. Hast du das schon gesehen? Ja. Ich glaube, das hat auch denselben Grund. Das sieht extrem schön aus. Sieht ein wenig aus wie eine Fingerzinkenlehre für die Oberfräse. Vielleicht passt das zufällig. Auf jeden Fall, wir sagen danke. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Erich, du musst auch tschüss sagen. Warte, ich halte schnell die Kamera. Also ich sage schon tschüss. Wir sehen uns. Und immer daran denken, Hühnereier sind gut zum Essen. Ja. Tschüss. Neue Leibchen schon gesehen?